So Leute, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Link's Awakening. Und vergesst es, ich mach den Scheiß hier nicht. Ich krieg das Timing nicht raus. Tut mir sehr leid, aber dann gehen wir halt nicht mit Bomben in den ersten Dungeon. Naja, ich wollte eigentlich mit Bomben in den ersten Dungeon, weil wir die da gut gebrauchen können. Aber wenn es halt nicht sein soll, soll es halt nicht sein. Aber naja, wir haben ja jetzt die Yoshi-Puppe. Und damit können wir natürlich auch noch was unternehmen, nämlich wir wissen doch noch, dass hier eine Frau mit Kind war bei diesem länglichen Haus, die unbedingt eine Yoshi-Puppe haben wollte. Oh, schenkst du meinem Kind den Yoshi bitte? Na klar. Vielen Dank, das ist sehr lieb von dir. Moment, ich gebe dir das für die Puppe. Du hast einen Yoshi gegen eine Schleife getauscht. Bestimmt kannst du auch irgendwo die Schleife tauschen. Und da wissen wir auch schon, an wen das gehen könnte. Nämlich, wir gehen einfach mal zu Madame Miau Miau, wie sie heißt. Also die Olle mit ihren Kettenhunden. Und dort können wir dann nämlich auch noch was eintauschen. Und zwar besser gesagt hier in dieser Garage. Du willst doch was. Schöne Kleider, Make-up und Juwelen. Ich liebe dieses Zeug. Und wenn du etwas anderes... Ups, diese Schleife. Oh, ich brauche sie. Sofort. Ich gebe dir dafür auch eine Dose Hundefutter. Okay. Freude, hier ist deine Dose Hundefutter. Wunderschön, du hast die Schleife gegen eine Dose Hundefutter, gegen eine Dose mit Hundefutter getauscht. Und da wissen wir auch schon, an wen die gehen soll. Denn da können wir jetzt, aber bevor wir dorthin gehen, gehen wir noch nicht direkt zu diesem Krokodil da unten, der die Dosen sammelt. Sondern wir gehen erstmal zum Angler und versuchen hier das Herz zu bekommen. Möchtest du eine Runde angeln? Es kostet dich nur 10 Rubine pro Versuch. Probieren wir es mal. Fein, mit dem Steuerkreuz und den Knöpfen kannst du bestimmen, wo die Schnur im Wasser landen soll. Mit dem A- und B-Knöpfen kannst du die Schnur dann im Wasser bewegen. Hat endlich ein Fisch angebissen, holst du ihn raus, indem du schnell die Knöpfe drückst. Ich habe noch keine Ahnung wie. So, Okay, irgendwie so. Die Schnur ist gerissen. Noch ein Versuch? Fein. Mit dem Steuerkreuz und okay. Ich glaube aber, wir brauchen den Fisch, der unter uns quasi ist. Entweder den, ich glaube, einer der dicken hat das Herzteil. Ja, okay, ich will nicht nochmal deine Anleitung haben. Vielen Dank, aber... Ja, komm. Komm zurück zu Daddy. Komm zu mir. Feiner Fisch. Das ist ein kleiner, für den bekommst du nur 5 Rubine. Willst du noch einmal? Okay. Fein mit dem Steuerkreuz, bla bla bla. Okay, Mann, warum erzählt ihr mir immer wieder das Gleiche? Ich weiß es mittlerweile. Ja, ist okay, ist okay. Ist okay. Meine Fresse. Okay, dann werden wir jetzt einfach mal ganz nach vorne hier so ein bisschen spielen. Ja, was wird der Kleine anbeißen? Ja. Okay, macht ja nichts. Holen wir uns erstmal ein bisschen Kleingeld zurück. Das ist aber ein kleiner, für den bekommst du nur 5 Rubine. Ist okay. Ja, ich will noch einmal. Das kann jetzt ein bisschen dauern, bis wir das hier durchhaben, aber macht ja nichts. Ach ja. Ein bisschen angeln. Ich mag Angelspiele in Zelda spielen eigentlich nie so richtig, aber naja. Gehören irgendwo dazu. So, ich hoffe, für den nächsten bekommen wir dann auch mal 10 Rubine. So, beißt mal eine an. Kannst du mal herkommen? Na, ja, die Fische kommen glaube ich nicht her, oder? Wohl. Wenn ich jetzt ein bisschen nach links quasi spiele. Ja, okay, ich glaube, ich habe ein bisschen die Steuerung raus. Müssen den ja einfach nur ein bisschen weiter nach links ziehen, sodass der große Fisch den quasi sieht. Kann mit den Knöpfen ein bisschen arbeiten, das ist okay. Das kriegen wir hin. Na komm, komm ran, mein Großer. So, und jetzt aber ganz schnell einholen. Los, fein. Oh, ein Großhaar und ein Herzteil hat er auch noch dabei. Außerdem bekommst du noch 20 Rubine dafür. Noch einmal? Nö. Das ist schade. Angie macht so großen Spaß. Nee, lass mal du. Aber okay. Gut zu wissen. Also man verkackt eigentlich mehr. Also man kriegt, glaube ich, weniger bei diesem Angie-Spiel, als man was verdient. Ich glaube, das hat nicht so einen großen Stellenwert, da ein paar Mal zu spielen, um irgendwie Geld zu farmen.
Aber naja, wie ihm auch sei. Gehen wir einfach mal zum Krokodil nach unten und geben ihm seine Dose Hundefutter. Wer drauf steht, der soll es halt bekommen. Von daher möchten wir ihm seinen Wunsch ja nicht abschlagen. Sondern nur ein paar Körperteile. Was? Nein, natürlich nicht. So, mein Kroko. Was hast du denn da in der Hand? Nein, das ist genau die Dose, fehlt in meiner Sammlung. Bitte gib mir die Dose. Bitte, bitte, bitte. Na gut. Oh, danke, gib sie sofort her. Wunderschön, dass er die erstmal auffrisst. Schmatz, schmatz, rülps. Das war gut. Es ist kein fairer Tausch, aber da hast du ein paar Bananen. Wumms. Du hast die Dose gegen die Bananen getauscht. Guter Deal, Baby. Baby, okay. Also, ich mag ja den Zelda-Humor teilweise, aber ich glaube, da haben sie ein bisschen zu sehr versucht, auf cool zu machen teilweise. Weiß ich nicht. Also manche Worte passen einfach nicht in das Zelda-Universum, weil irgendwie das Zelda-Universum ist für mich sowas Mystisches, Magisches, aber auch so ein bisschen was Altes. Aber naja, wie auch sei. Du hast einen Teil der Macht erhalten. Spürst du die Energie? Ja, jetzt sind wir vor kurzer Zeit ein bisschen stärker. Das ist quasi der Gegensatz zu diesem Ahorn-Teil. Damit können wir jetzt die meisten Gegner one-shotten. Von daher ist das doch ganz schön. Ein ganz schönes Item, das man ab und zu mal so random von irgendwelchen Gegnern gedroppt bekommt. Aber ist okay. Wir gehen jetzt in den Wurmpalast. Ja, mal schauen. Mal schauen, wie weit wir kommen in diesem... Ja, ich sag euch gleich, warum ich eigentlich ganz gerne Bomben in den ersten Dungeon hätte mitgenommen, aber das seht ihr eigentlich noch gleich. Level 1, Wurmpalast. Wie gesagt, bis zum ersten Dungeon kann ich mich noch einigermaßen dran erinnern, danach hört's dann auf. Aber ist auch egal. Hier haben wir den ersten Schlüssel. Wir gehen natürlich erstmal nach links, so gehört sich das für einen Zelda-Spieler, beziehungsweise... Ja, eigentlich geht man immer in Spielen zuerst nach links, oder? Das ist, glaube ich, das Sinnvollste. Also in den meisten Spielen zumindest, nicht in jedem, aber in den meisten. Der Kompass, nun kannst du sehen, wo sich die Endbosse und Truhen befinden. Als weitere Hilfe, ein akustisches Signal zeigt dir die Räume an, in denen Schlüssel versteckt sind. So, da schauen wir doch mal auf die... Ja, das ist die Weltenkarte. Aber hier, ja, da sehen wir jetzt so ein bisschen, was man finden kann, beziehungsweise wo hier Truhen sind und sowas. Ja, wunderschön, würde ich einfach mal sagen. So, nachdem wir jetzt links alles erforscht haben, gehen wir jetzt mal nach oben. Und scheinbar befindet sich hier auch ein Schlüssel drin. Und wir haben gerade das akustische Signal des Schlüssels gehört. Din, 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 din. Und da ist auch die Truhe, die den Schlüssel beherbergt. Mit dem kleinen Schlüssel lässt sich fast jedes Schloss öffnen. So, gehen wir erstmal nach rechts oder erstmal nach links? Wir gehen erstmal nach rechts diesmal. Ausnahmsweise mal. Mach ich ja sonst nicht, aber dieses Mal nehmen wir uns mal vor, nach rechts zu gehen, statt nach links zu gehen. Und hier finden wir auch wieder eine Truhe. Und was ist dort drin? Die Karte. Die Karte. Mit Start kannst du einen Blick auf sie werfen. So, schauen wir uns doch mal an. Na, siehst du mal. So sieht das dann alles aus. Dann gehen wir aber doch jetzt erstmal nach links. Ich wollte halt erstmal die Karte holen. Wie gesagt, das wusste ich noch so halbwegs, dass hier die Karte ist. Von daher dachte ich mir so, ach komm, gehen wir erstmal da lang. Und dann gehen wir danach nach links, um dort weiterzugehen sozusagen. Fein, fein. So, das hier ist ein Moldorm, ein relativ bekannter Zelda-Gegner, ist glaube ich seit A Link to the Past in aller Munde, beziehungsweise fest verankert in dem Spiel. Ja, da haben wir auch 20 Rubine gefunden und hier ist so eine rissige Wand, da bräuchten wir Bomben. Deswegen wollte ich eigentlich mit Bomben in diesen Dungeon gehen, aber naja. Bleibt mir wohl verwehrt, wie dem auch sei. Vielleicht ja dann, will ich mal schauen, wann ich Bomben bekomme. Je nachdem, wann ich die Bomben bekomme, können wir dann vielleicht im nächsten Part nochmal hier hintergehen, beziehungsweise... Ja, schauen wir einfach mal. Schauen wir mal, wie es sich ergibt. Nicht wahr? So, können wir hier noch irgendwas großartig machen? Hier ist noch eine Schlüsseltür. Ja, hier ist jetzt nichts weiter Spezielles, außer er hier. Gibt er noch was? Nö. Okay, dann halt zurück und schauen wir einfach mal, durch welche Schlüsseltür wollen wir zuerst schauen. Schauen wir erstmal durch diese Schlüsseltür. Ich glaube, wir haben ja sogar genug Schlüssel, um beide Schlüsseltüren, die wir gesehen haben, zu öffnen. Ja, schauen wir auch erstmal in dieser. Achso, ja, ja. Okay. Was sagst du? Die Statue will mir etwas sagen, doch ich verstehe sie nicht, denn ihr fehlt der Schnabel. Ich würde sagen, wir probieren einfach mal alle in eine Farbe zu bringen. Ja, und ich hasse sowas. Ich hasse solche Minispiele. Ja, natürlich. Das war jetzt ein bisschen doof, weil die beide sehr nah aneinander standen. Dann probieren wir es halt mit den Herzchen. So, wann kommt das Herz? Nach Kreuz quasi. So.
Okay. Und nach Kreuz. Ah, verdammt. Verdammte Kacke. Wie das Herzchen. Meine Fresse. Ich hasse sowas. Ich hasse diese Minispiele, die auf sowas basieren. Dass man ein gutes Timing hat. Vor allem bei diesen Zeldas ist das Timing auch noch so ein bisschen. Aber ist okay. Wir haben es geschafft. Und das ist alles, was zählt. Du hast einen Schnabel aus Stein gefunden. Suche nach der dazugehörigen Eulenstatue. Diese mag wohl hier sein. Erst musst du die Stachis mit dem Schild berühren. Dann würde ich einfach mal sagen, dass ich den Schild schon mal ausrüste. Eventuell brauchen wir den gleich noch. Würde ich jetzt mal so behaupten. Wow, 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 wow. Okay. Pro Part ein Fail ist berechtigt gewesen, von mir das einmal zu sagen. Aber ja, muss ja nicht jetzt immer sein, aber ist okay. Kann ich mit leben. Kann ich mit leben, du. So, hier war jetzt eigentlich nichts weiter mehr, oder? Nö, hier war ja eigentlich jetzt nur, dass wir den Schnabel bekommen haben. Ja, und hier kommen wir erstmal noch nicht weiter. Na gut, dann gehen wir erstmal durch die andere Tür. Hindurch. Oder über sie drüber, wer weiß, wer weiß. Nein, wir gehen durch sie hindurch, natürlich. Und schauen mal, was uns dorthin da warten wird. So. Dann, ja, genau. Das Ding sperren wir am besten mal so ein. Dann kann es uns hier nicht mehr belästigen quasi. Und gut ist. Fein. Fein, fein. Diese Dinger hier sind zwar besiegbar, aber erst wenn wir ein bestimmtes Item, was wahrscheinlich irgendwann später im Spiel hervorkommt, besitzen. Aber momentan ist dies noch nicht möglich, von daher scheiß mir mal drauf. Öffnet sich eine Tür nicht, verschiebe einen Steinblock. Selbstverständlich, das ist doch Zelda-typisch. Also, hier sind diese erwähnten Stachis von der Eulenstatue. Die einst berüchtigten. Erst musst du die Stachis mit dem Schild berühren. Wow, die sagt mir nochmal genau das gleiche wie die andere Eule. Vielen Dank. Vielen Dank dafür. Naja, wie immer auch sei. Killen wir mal die Gumbas hier. Ja. Ist immer schön, wenn die 2D-Passagen von Zelda kommen, dann sind da mal ganz typische Mario-Gegner bei. Ach ja, beispielsweise die Gumbas. Später sehen wir auch noch, ich glaube, Sheep-Sheeps oder beispielsweise Piranha-Pflanzen. Das ist eigentlich sehr typisch für ja, die Gameboy-Zeldas bzw. die früheren Was? Ich hab doch noch... Ich hatte auch noch mehr als... Ah, okay. Dann halt nicht. Gut, ja, 2 Fails pro Part, ne? Naja, was soll's. Ich bin der Master of Fails. The Master of Disaster sozusagen. Aber was soll's. Jetzt kriegen wir es aber bitte hin. Dürfen wir den ganzen Scheiß mal nochmal machen. Aber ja, was soll's. Kann ich jetzt nichts dran ändern. Kann ich jetzt nichts dran ändern. Ich bin ein schlechter Spieler. Das solltet ihr aber gewusst haben, bevor ihr diesen Kanal euch angesehen habt, beziehungsweise bevor ihr dieses Let's Play angeschalten habt. In meinem Banner steht das nicht umsonst. Ja, ja. Na gut. Auf geht's. Weiter geht's. So, hier wieder runter. Wir überspringen die Gummis einfach mal. Die kommen eh mal wieder. Gut, den können wir jetzt nicht überspringen, aber den können wir auch von oben abschlitzen. Wunderschön. So, jetzt aber bitte hier vernünftig spielen. Flasti. Das war volle Konzentration. So, wir bekommen nämlich das erste wichtige Item. Die Greifenfeder erlaubt dir, große Sprünge zu machen. Wunderschön. Setzen wir doch einfach mal auf B, die gute Feder. Ja, und hier hätten wir unseren Herz holen können. Hätte Fahrerkette, ne? Naja, wie immer sei. Zurück zum Anfang, beziehungsweise zurück zu anderen Gebieten. Och ja. Na gut, dann kommen wir hier jetzt auch locker easy zurück. Hier können wir jetzt auch ein bisschen abkürzen, wenn die Fledermaus nicht gewesen wäre und mich dadurch runtergedrängt hätte. Naja. Also, jetzt kann ich jetzt nichts dran ändern. Dann gehen wir einfach mal weiter. Denn wir haben ja schon einige Stellen gesehen, die wir wahrscheinlich mit der Greifenfeder überspringen können, beziehungsweise abspringen können, oder wie auch, wie dem auch sei, wie man es auch nennen mag. Ihr wisst schon, was ich meine. Schauen wir doch erstmal nach oben. Ich glaube, da war doch auch so eine Sprungstelle, oder nicht? Sprungstelle, als ob wir in der Mathematik wären. Ja, ja. Ja, genau. Haben wir den Schlüssel schon? Ja, haben wir. Okay, gut zu wissen. Hätten wir den jetzt nicht gehabt, wäre es peinlich geworden. Aber wir haben ihn. Endlich, mit dem großen Schlüssel lassen sich die Verstecke der Endbosse öffnen. Wunderschön. Gut.
ob wir den Endboss in diesem Part noch schaffen. Mal schauen, ob wir den ersten Dungeon sozusagen in diesem Part direkt komplett abschließen können. Ich weiß es noch nicht. Aber vielleicht schaffen wir es. Mal gucken. Wenn der Part mit 1-2 Minuten länger geht, wird euch das ja wohl auch keinen Abbruch tun. Mir auch nicht. Von daher ist keine verschwendete Sendezeit, wenn wir das verkacken sollten. Also wenn wir die Zeit verkacken sollten. Aber okay. Hier ist erstmal der erste Zwischenboss oder so. Ein komischer Kaugummi-Mann, wie ich finde. Er sieht halt echt aus wie so ein komischer Kaugummi-Typi. Wie hießen die ganz bekannten Kaugummis? Ich komme gerade nicht auf die Kaugummi-Marken, die man so kennt. Hier, Hubba Bubba. Voll der Hubba Bubba. Hubba Bubba-Typi. Geh weg. So, da haben wir den Hubba Bubba auch schon besiegt. Wunderschön. Und der droppt eine Fee, die können wir auch gebrauchen. Und hier ist ein Warpoint, der führt uns direkt zum Anfang des Dungeons wieder zurück, sozusagen. Gut, den einen Raum da, das ist der mit den Bomben, den können wir nicht betreten. Und nach unten werde ich jetzt auch nicht gehen, weil das einfach nur... Ihr werdet gleich den Endgegner sehen und euch denken, ah ja, deswegen. Denn der schubst einen immer wieder runter und wenn er einen runterschubst, dann landen wir in dem Raum, der da unten mit der Treppe verbunden war, sozusagen. Von daher lassen wir das einfach mal sein, dort hinunter zu gehen. Mein Ziel wäre es, den Raum nicht zu sehen, aber da ist es schon geschehen. Ja, hier hängen die ganzen Leichen von ihm sozusagen. Aber naja, was soll's. Gleich nochmal hinein. Ja, ja, man muss ihn leider auch immer wieder von vorne sozusagen besiegen, wenn man einmal runtergefallen ist. Ist ein bisschen doof, aber was soll's. Wir sind jetzt eh tot und können uns da gleich wieder hinwarpen. Das macht ja nichts. Ist alles nicht so schlimm. Solange wir sozusagen die Warp-Möglichkeit haben, ist das doch ganz in Ordnung soweit. Nochmal, es ist jetzt aber doof hier mit den... Die Drecksdinger nerven mich so ein bisschen. Naja, ist ein ganz bekannter Gegner. Der Riesen-Moldorm sozusagen. Ja, Moldorm hieß er glaube ich noch. Moldora waren die aus Breath of the Wild und Moldorm hieß er hier. Aber er ist eigentlich mit 2 Wirbelattacken schon down. Ich habe ihn ein bisschen blöd angestellt. Und wir holen uns den Herzcontainer. Man kann übrigens dieses Spiel nicht wie es beispielsweise so ein Looks Like Link macht mit 3 Herzen durchspielen, weil man muss immer den Herzcontainer einsammeln, bevor sich die Tür hinten öffnet sozusagen. Naja, wie dem auch sei. Du hast die Muschelgeige erhalten. Wunderschön. Ja, und sie spielt noch ein kleines Liedchen für uns. Das ist doch sehr schön. Tschüss. Gut. Okay, was als nächstes? Sumpf, sag mir, wo die Blumen blühen. Oh ja, wo sind diese Blumen wohl? Naja, wie dem auch sei, führen wir erstmal die Handlung fort. Uhu, das ist ein Musikinstrument der Sirenen. Ich hätte nicht gedacht, dass du es findest. Dieses Instrument und 7 andere haben die Kraft, den Wimpfisch zu wecken. Man muss sie alle 7 finden. Und ich habe die Aufgabe, dir den Weg zu zeigen. Nur führt dich dein Weg in den Schleimsumpf im Norden. Da war doch noch was. Ach ja, uhu. Ja, ja, der Schleimsumpf. Der gute alte Schleimsumpf. Ich habe keine Ahnung, wie der Schleimsumpf aussah, aber ist okay. Ich wollte jetzt nur mal so cool tun. Ach ja, der gute alte Schleimsumpf. Ich schwelge in Erinnerung. Ich habe das Spiel einmal durchgespielt auf der Virtual Console. Von dem 3DS, aber mir auch nicht. Ja, von daher kenne ich das Spiel jetzt auch nicht mehr so gut oder... Ja, ist jetzt nicht mein absolutes Lieblings-Zelda, aber ich dachte mir so, ich bin Gameboy-Spieler, beziehungsweise habe bisher Gameboy-Let's Plays gemacht, da bietet sich doch auch ein Gameboy-Zelda an. Hey du da, es ist etwas ganz Schlimmes geschehen. Ja, ganz schlimm, die Moblins sind ins Dorf gekommen. Ja, ganz viele, eine ganze Gruppe von Moblins. Dann, sie sind zu dem Haus, ja, das Haus von Struppi und der Frau. Sie haben etwas ganz Böses getan. Oh ja, das war vielleicht böse. Oh no. Finde besser selbst heraus, was geschehen ist. Na gut, dann schauen wir einfach mal zur Madame Miau Miau und ihrem Struppi. Und scheinbar ist Struppi schon mal wieder weg. Es ist entsetzlich. Sie haben meinen Struppi entführt. Sie, die Moblins. Warum hilft denn keiner meinem kleinen Struppi? Der kann sich alleine wehren, der ist groß genug. Naja, auf jeden Fall, im nächsten Part suchen wir dann wahrscheinlich Struppi. Ich überlege gerade, ob wir irgendwo noch eine Möglichkeit haben, Geld zu farmen, aber ich glaube halt eher erstmal nicht. Von daher können wir uns das erstmal noch schenken, den ersten Dungeon zurückzugehen. Aber da gehen wir irgendwann nochmal hin. Aber bis dahin, bis es soweit ist,
Ja, würde ich erstmal sagen, beenden wir diesen Part und wir sehen uns im nächsten Part wieder, wo wir dann Struppi hoffentlich retten können. Ich sag bis dahin, Tschüssikowski, euer Flass TV. Bye bye.